Hey Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal ja, wieder kein politisches Thema, sondern etwas anderes aus Ungarn. Und da geht es um gute Schnäpse bzw. um die Schnapsbrennerei in Ungarn. Also in Ungarn, das private Schnapsbrennen hat eine lange Tradition, wird auch heute noch sehr verbreitet gemacht. Also man kann ungefähr sagen, jeder, der mehr Obstbäume im Garten hat oder eine Fläche mit mehreren Obstbäumen hat, der brennt auch Schnaps daraus. Also es wird nicht alles eingelagert oder sonst irgendetwas, sondern meist wird daraus Schnaps gemacht. Das ist in Ungarn legal. 50 Liter, 100%, also fast reinen Alkohol, darf man im Jahr brennen. Das ist legal. Zahlt dafür auch nur eine ermäßigte Alkoholsteuer. Und wenn man den durchschnittlichen 50%igen Alkoholgehalt hernimmt, dann darf man bis zu 86 Liter Schnaps brennen. Bekannte Schnäpse aus Ungarn, wahrscheinlich der bekannteste Schnaps aus Ungarn, ist der Kräuterschnaps Unikum, Zwack Unikum, so heißt das Ganze. Und das wird wahrscheinlich in Europa auch am bekanntesten sein. Es ist ein gern gekaufter, auch von Österreichern und Deutschen gern gekaufter Kräuterlikör oder Kräuterschnaps. Und ja, nach dem Essen ist es auf jeden Fall sehr gut. Und wenn man es nicht übertrieben einnimmt, also nur genusshalber trinkt, dann ist es auch gesund, dann ist es auch für den Körper gut. Alles andere, was natürlich übermäßiger Konsum an Alkohol ist, ist dann schon ja, weniger gut für den Körper. Ja, aber neben dem Unikum gibt es natürlich auch andere Schnäpse, die sehr bekannt sind. Das ist Borotspalinka. Aber seit 2004 gibt es eine EU-Verordnung und neben Ungarn darf noch in Österreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark, die dürfen ebenfalls die Bezeichnung Borotspalinka verwenden für den Marillenschnaps. Das ist erlaubt. Ansonsten Palinka dürfen nur Produkte aus Ungarn verwenden. Und ja, wie ich schon gesagt habe, da gibt es verschiedene. Auf dem Bild sehen wir hier halt einige von Borotspalinka über Birnenschnaps, also Marillenschnaps über Birnenschnaps. Hier ist auch Unikum vertreten, also der Kräuterlikör Unikum. Und ja, den Schnapsvariationen ist nahezu keine Grenzen gesetzt, aber natürlich, es gibt da einige Produkte, die halt am bekanntesten sind. Neben dem Kräuterlikör Unikum sind das natürlich der Marillenschnaps, Zwetschgen, Birne. Birne ist sehr beliebt und bekannt in Ungarn und da ist eine bestimmte Sorte an Obst dafür geeignet. Ja, Äpfelschnaps, auch bestimmte Sorten. Und ja, wenn man durch eine Gegend fährt, wo halt viel Obstbäume zu sehen sind, da findet man dann auch Schnapsbrennereien. Dort kann man sich eigentlich erkundigen, wo es gute Schnäpse gibt. Das ist am einfachsten. Oder man googelt einfach im Internet. Da sind auch bekannte Brennereien sind auch schon im Internet vertreten. Also das ist eigentlich kein Problem, damit um gute ungarische Spirituosen bzw. Schnäpse zu finden. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, diese kleine Info hat gefallen. Ungarn, Schnapsland, ja, früher, ja, war der Alkoholkonsum weit höher. Da
waren auch die Perspektiven niedriger in Ungarn. Deshalb haben sich viele dem Alkohol verschrieben. Das hat sich mittlerweile schon geändert. Ja, natürlich, Alkoholiker gibt es in jedem Land, aber ja, es hat eine Veränderung stattgefunden und ja, Alkohol wird jetzt nicht mehr als Trostbringer, sondern als Genussmittel angesehen und da sind eben die Schnäpse auch keine Ausnahme mehr. Ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn wieder.